Vor einiger Zeit haben wir bergsteigerisch gelernt. Zumindest bergsteigerisch Level A1. Wenn wir alle also die Vokabelprüfung bestanden haben, können wir uns ja jetzt eigentlich an das nächste Level, an die Fachbegriffe aus dem Klettern und Kraxeln wagen. Für alle, die beim Klettern nur Spanisch verstehen. Die Begriffe am Berg, die Makrobegriffe, die haben wir vor kurzem gelernt und somit sollten Scharte, Kamm und Sattel eigentlich keine Probleme mehr darstellen. Die wichtigsten Begriffe beim Klettern kann man aber jedenfalls unterscheiden in Sportklettern und Alpinklettern. Grundsätzlich gibt es ein paar Begriffe, die sich die Sportkletterer und die Alpinkletterer aber eigentlich teilen. Deshalb können wir die ja gleich mal gemeinsam durchgehen und ganz entspannt klären. Fangen wir beim Riss an. Der Riss ist die markanteste Formation des Felsens. Hier entstehen beispielsweise durch frühere Bäche, aber meist durch Abnabelungen einzelner Felsblöcke Risse unterschiedlicher Größe. Von einem Riss spricht man grundsätzlich immer, wenn Zwischensicherungen oder auch die Hände, aber vereinzelt auch andere Körperteile in den Spalt hineinpassen. Risse gibt es in unterschiedlichen Formen, von riesig und lang bis klein und fein. Die Form der Risse kann für die Absicherungsmöglichkeiten ebenfalls relevant sein. Handjamming. Das ist Englisch und beschreibt das Verkeilen der Hand in einem Riss. Manchmal hat man einen Riss vor sich und keine Tritte oder Griffe zur Verfügung. Daher kann man den Riss aktiv nutzen, indem man die Hand flach hineinschiebt und dann verbreitert, um so als menschlicher Keil zu funktionieren. Damit lassen enorm schwierige Felsklettereien sich teilweise deutlich erleichtern. Das bedarf jedoch einiges an Übung. Da gibt es außerdem auch noch diverse Variationen wie den Fistjam oder andere Abwandlungen mit beiden Händen, ja, und so weiter. Wenn euch jemand fragt, wer im Lead klettert, braucht ihr nicht nach dem Interpreten fragen, sondern die Frage lautet dann vor allem, wer vorklettert, also wer die Sicherungen einhängt. Sowohl beim Sportklettern als auch beim Alpinklettern gibt es das Lead-Klettern und das Nachsteigen. Sportklettern ist übrigens ein Begriff, der recht eindeutig definiert ist. Sportklettern findet zu 99% in einer einzigen Seillänge statt. Selten gibt es auch Klettergärten, in denen es mal eine zweite Seillänge gibt. Klettergarten ist hier auch schon ein gutes Stichwort. Klettergärten sind meist gut gewartete Kletterareale, in denen mehrere Routen eng nebeneinander liegen, sodass man mehrere Routen an einem Tag klettern kann. Hier ist die Umgebung meist relativ kontrolliert und die objektiven Gefahren minimiert. Außerdem ist die Absicherung meist sehr gut. Mehrseillängen klettern ist hier schon etwas anspruchsvoll. Das ist im Prinzip Sportklettern, jedoch hört man nach einmal Hochklettern bis zur letzten Sicherung nicht auf, sondern baut sich nach der letzten Zwischensicherung einen Standplatz, von dem aus es dann weiter nach oben geht. Ein Partner kommt zum selben Standplatz nach und dann beginnt das System eigentlich einfach wieder mit der nächsten Seillänge von vorne. Die Wechselführung ist hier eine beliebte Methode, um mit ordentlich Tempo vorwärts zu kommen. Dabei klettert Person A bis zum Stand, Person B kommt nach und klettert am Stand direkt weiter und vorbei, sodass Person B gleich zum neuen Vorsteiger wird und Person A beim nächsten Stand nachsteigt. Da man sich hier mit der Führung einer Seillänge immer wieder abwechselt, spricht man von Wechselführung. Dann gibt es den ein oder anderen Begriff aus den Klettertechniken, der auch sehr spanisch sein kann, wenn man in den Sport einsteigt. Da wäre zum Beispiel das Piazzen. Müsste man es beschreiben, könnte man auch Gegendrucktechnik dazu sagen. Piazzen ist eine Technik, die vor allem im Elbsandsteingebirge, im Yosemite-Nationalpark und im Nahen Osten sehr häufig Anwendung findet, jedoch auch vereinzelt in den Alpen bei alpinen Touren gebraucht wird. Dabei hat man meist einen Riss, der entlang einer Ecke im Fels verläuft. Der Winkel der Ecke bestimmt, wie sicher und einfach das Piazzen letztlich ist. Beim Piazzen werden die Beine möglichst hoch gegen die Wand gestellt und damit der Körperschwerpunkt aus der Wand gedrückt. Die Hände halten dann im Riss oder an der Kante dagegen, um nicht runterzufallen. Diese Technik ist in manchen Situationen, aber vor allem oft beim Verschneidungsklettern und Rissklettern, eine praktische Möglichkeit, um vorwärts zu kommen. Sie erfordert jedoch viel Übung und ein gutes Gefühl für die Reibung am Fels. Sinken die Beine zu weit ab, besteht das Risiko des Abrutschens. Piazzen heißt das Ganze übrigens deshalb, weil es Giovanni Piazza aus Italien entwickelt hat. In manchen Regionen der Alpen nennt man es aber auch Dülfern, nach Hans Dülfer benannt. Dann sollten wir kurz über die Unterschiede in Zwischensicherungen sprechen, weil hier gibt's Verwechslungsgefahr. Oftmals sagt man zu den Zwischensicherungen Bohrhaken.
Das stimmt aber nicht immer ganz und das ist manchmal ziemlich wichtig, dass das korrekt ist. Der Bohrhaken ist eine Lasche, die mit einem Bolzen im Fels verankert wird. Diese Laschen sind scharfkantig und deshalb für das Seil gefährlich. Demgegenüber stehen die Bühlerhaken, auch manchmal Klebehaken genannt. Diese sind in der Regel runder, mit einem breiteren Durchmesser im Stahl, sodass über diese im Notfall auch abgelassen werden kann, wenn man in einer Route Schwierigkeiten hat. Über Bohrhaken ist das nicht möglich. Die scharfkantige Bohrhakenlasche würde das Seil beim Ablassen ziemlich schnell zerschneiden und so einen Totalabsturz zur Folge haben. Bei Schlaghaken oder auch Normalhaken genannt, kann es so oder so sein. Meist sind Normalhaken aber ebenfalls nicht für das Ablassen geeignet. Normalhaken unterscheiden sich insofern, dass es keine Bohrmaschine für die Platzierung braucht. Man setzt sie an kleinen Felsrissen an und prügelt sie dann mit dem letzten Lebenswillen per Hammer in den Fels. Gut gesetzte Normalhaken sind genauso stark wie Bohrhaken oder Klebehaken. Falls ihr eigentlich mal eine ganz große Einführung in das Thema Absicherungen beim Klettern haben wollt, dann schreibt mir das gern in die Kommentare, dann zeige ich euch gern mal in der Praxis alle Sicherungsmittel, alle Haken, alle Zwischensicherungen und ja, was man eben sonst so brauchen kann. Gehen wir weg vom technischen Aspekt des Kletterns und beschäftigen uns noch mal ein wenig mit Geländeformen und möglichen Vokabeln in diversen Bergsportdisziplinen. Da wäre zum Beispiel der Überhang. Ein Überhang ist leicht erklärt und den kennen die meisten von euch. Gibt's beim Klettern und auch mal bei Klettersteigen. Vom überhängenden Gelände spricht man immer dann, wenn das Gelände steiler als 90 Grad, also senkrecht geneigt ist. Normalerweise fängt man dann jedoch wieder bei 0 an zu zählen und sagt nicht, dass das Gelände 105 Grad geneigt ist. Im Klettern beispielsweise ist viel häufiger die Rede von 5 Grad Neigung oder 20 Grad Neigung, da man die vertikale Linie als Basis für die Neigungsmessung betrachtet. Die Extremform des Überhangs ist das Dach. Vom Dach spricht man immer, wenn die Neigung mit vertikaler Basis 90 Grad beträgt, also wieder waagrecht verläuft. Jedoch wird in der Literatur auch schon deutlich früher von Dächern gesprochen. Viele Überhänge mit 60 Grad Neigung werden ebenfalls in der Literatur bereits als Dach betitelt. Jedoch ist nicht jedes horizontal hängende Hindernis ein Dach. Denn Vorsprünge sind oftmals ebenfalls überhängend und quasi ein Dach, werden aber in Topos meist nur gekennzeichnet und nicht direkt benannt, da sie meist klein sind und eher ein Hindernis als ein tatsächlicher Bestandteil einer Route sind. Also gibt es eben Unterschiede zwischen Dach, Überhang und Vorsprung. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe gerade mal 1% der Begrifflichkeiten aus dem Klettern abgedeckt und irgendwie überall nur ein bisschen was. Irgendwie habe ich das Gefühl, da könnten noch 100 Videos dazu kommen. Und ich würde trotzdem nicht fertig werden. Jetzt ist aber auch eure Meinung gefragt. Soll ich mehr Videos zu Begrifflichkeiten, vielleicht mit eigenen Kategorien, damit es nicht so ein Potpourri aus allem ist, also Klettern, Klettersteige, was auch immer, was euch so einfällt. Ihr könnt mir gerne eure Vorschläge in die Kommentare schreiben, wenn euch so etwas grundsätzlich interessieren würde. Dann kann ich das nochmal deutlich detaillierter in einzelne Subkategorien aufteilen und aufarbeiten und zeigen, sofern es euch eben auch etwas helfen würde und euch interessiert. Also tippt fleißig in die Kommentare. Ich danke euch wie immer für eure Unterstützung per Daumen hoch, per Abo und natürlich auch per Kaffee, den mir ja der ein oder andere von euch schon mal spendiert hat. An dieser Stelle vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!